Der Indoraptor kehrt für Jurassic World Chaos Theory zurück. Da sind sich zumindest so einige Quellen ziemlich sicher. Und in dem Video, was ich davor hochgeladen habe, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ich ja gesagt habe, dass ich es auffällig finde, dass sie am Ende des Teasers von Jurassic World Chaos Theory auch das Indoraptor-Theme spielen. Also das ist ja wirklich, dieses Theme ist ja nicht einfach nur dafür da, um irgendwie, keine Ahnung, melancholisch irgendetwas zu bewirken. Das hoffe ich zumindest mal. Ich meine, okay, Jurassic World Dominion hat mich da auch schon sehr häufig enttäuscht in der Hinsicht, gerade auch was das Marketing angeht. Allerdings sollte das wirklich stimmen, dass man sich hier auch bei der Wahl der Musik mehrere Gedanken gemacht hat, könnte es schon auf den Indoraptor hindeuten. Weitere Quellen meinen jetzt herausgefunden zu haben, dass der Indoraptor zumindest eine kleine Rolle in Jurassic World Chaos Theory spielen könnte, und wie die darauf kommen und was genau da jetzt wirklich angeblich erneut geleakt wurde, das erfahrt ihr jetzt hier in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Ich weise euch wieder mal darauf hin, dass diese Leaks, sollten sie stimmen, erneut Spoiler sein können. Ja, aktuell sieht es nämlich so aus, dass zumindest die Quelle, die ich ja mal in diesem Video hier oben, das kannst du mal hier oben gerne nachholen, die ich hier oben benutzt habe, um da meine Argumentation, was denn wirklich passieren könnte im Film, zu unterstützen, an euch weiterzugeben, dass diese Quelle scheinbar mit allen Vorhersagen recht hatte. Zumindest schon mal die ersten eingetroffen. Wir wissen durch den Teaser, dass die Geschichte zwischen Jurassic World Dominion und Fallen Kingdom spielt, und ja, der Leak hat damals gesagt, dass es nicht einfach irgendwo dazwischen spielen wird, sondern ungefähr zu dem Zeitpunkt, in welchem auch der Kurzfilm Battle at Big Rock spielt. Und das sehen wir auch im Teaser, da sehen wir ja, wie der T-Rex quasi vom Helikopter gejagt wird, nachdem er aus dem Autokino rausrennt, und diese Szene aus Jurassic World Dominion spielt laut offiziellen Angaben von der Jurassic World Website ungefähr parallel zu Battle at Big Rock, also die überschneiden sich dann irgendwann. Das heißt, das scheint schon mal zu stimmen. Ebenfalls wurde ja auch gesagt, dass Darius die Hauptrolle spielen wird und dass erstmal nicht großartig viel von den anderen Campern zu sehen sein würden. Auch das wurde im Trailer bereits bestätigt. Ebenfalls soll Darius um einiges älter geworden sein, was aufgrund des Zeitsprungs eben auch Sinn macht. Auch das wurde bestätigt. Das heißt, ja, die Leaks können, wie gesagt, alle stimmen. Es kann natürlich aber auch sein, dass das, was jetzt kommt, eben nicht eintrifft, was übrigens aber auch daran liegen kann, dass dieser Leak jetzt hier von einer anderen Quelle ist. Wir müssen eben mal abwarten, was da jetzt noch bei rauskommt, denn laut diesem Leak sollen ja bereits im Januar die ersten Actionfiguren zur neuen Jurassic World Chaos Theory Serie erscheinen, und bestätigt wurde jetzt sogar auch schon vor einiger Zeit von Netflix selber, das stimmt, es sollen Actionfiguren von Darius geben, deswegen wussten wir auch, dass Darius wesentlich älter sein sollte, und es soll Actionfiguren von einem Allosaurus geben, wo Leute davon ausgehen, das könnte der Allosaurus aus Battle at Big Rock sein, da das ja eben irgendwie auch dann zeitgleich miteinander spielen soll, und wir sollen eine neue Ankylosaurus-Figur bekommen, die aber nicht Bumpy ist, und das wurde jetzt offiziell bereits bestätigt von Netflix selber. Und die neuen Leaks jetzt besagen, dass wir ebenfalls im Januar weitere Actionfiguren bekommen sollen. Unter anderem sollen mit dabei sein ein Doppelset eines Indoraptors und Sayona Santos. Bei Sayona Santos sage ich immer noch, das könnte gut sein, denn andere Leaks sagen ja, das soll die neue Bösewichtin werden von der Chaos Theory Serie. Das wissen wir nun auch noch nicht offiziell, da ist noch nichts bestätigt worden. Allerdings würde dieser Leak eben Sinn machen in Bezug auf den anderen Leak, sollte diese Frau wirklich die neue Antagonistin der Serie werden. Mit dem Doppelset des Indoraptors, da bin ich so ein bisschen stutzig geworden, weil was ist ein Doppelset? Also was wird denn jetzt wirklich damit gemeint? Gehen wir erstmal ganz kurz darauf ein, dass wenn der Leak wirklich stimmt und wir eine Indoraptor-Figur bekommen, muss das aber auch nicht zwingend heißen, dass der Indoraptor eine gewaltige Rolle in der Serie spielt. Ich meine, sollte das Ganze stimmen und wir bekommen eine Actionfigur vom Indoraptor selber, könnte das auch einfach bedeuten, dass man mal kurz sieht, wie die Leiche vom Indoraptor immer noch im Lockwood-Anwesen rumhängt und vielleicht zu Beginn der Serie irgendwie abtransportiert wird und Sayona Santos die DNS vom Indoraptor entnimmt, um dann später eben die Atrociraptoren zu züchten. Das könnte ja schon sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch Actionfiguren von den Tyrannodon zur Zeit von Jurassic Park 1 rausgekommen sind, und die gab es im Film Jurassic Park 1 einfach überhaupt nicht. Das gibt es übrigens auch öfter. Also es gibt öfter mal den Fall, dass Actionfiguren zu bestimmten Tieren oder Dinosauriern eben rauskommen in diesem Fall, die in den Filmen überhaupt nicht auftauchen, zu welchen die Actionfiguren überhaupt da sind. Ich meine, dass sogar zu Jurassic World Dominion selber eine Spinosaurus-Actionfigur rausgekommen ist. Bin mir da aber gar nicht mehr ganz sicher, ob die nicht dann doch zu Camp Cretaceous gehört hat. Auf jeden Fall
hat das nicht zu bedeuten, dass der Indoraptor, sollte er wirklich als Actionfigur offiziell bestätigt werden, eine große Rolle spielen sollte. Gehen wir jetzt mal ganz kurz auf das Thema Doppelpack ein. In diesem Leak wird darauf eingegangen, dass ein Doppelpack bedeuten könnte, dass hier eben zwei Figuren mit drin sind. Und wir haben ja bereits im Video davor schon darüber gesprochen, dass im Teaser zu Jurassic World Chaos Theory eine Deleted Scene benutzt wurde. Das heißt, wir sehen, wie der T-Rex vom Helikopter gejagt wird und dann eben einen Unfall verursacht auf einer Landstraße. Diese Szene sollte ursprünglich in Jurassic World Dominion auftauchen, wurde aber aus zeittechnischen Gründen eben nicht in den Film gepackt und wird uns eben jetzt in die Serie reingesteckt. Das heißt, Deleted Scenes haben logischerweise jetzt die Chance, in diesen Serien oder in dieser einen Serie nachgeholt zu werden. Unter anderem besagt der neue Leak nämlich auch, dass die Grundidee, dass es ursprünglich hätte zwei Indoraptor geben sollen, jetzt mit in die Serie einfließt. Der schwarze Indoraptor, der ist ja gestorben, das haben wir in Jurassic World Fallen Kingdom gesehen. Der Grund, warum aber die Musik am Ende vom Teaser zu Chaos Theory nochmal auftaucht, das Indoraptor-Theme, soll der sein, dass wir nun den weißen Indoraptor zu sehen bekommen. Der soll laut dem Leak nämlich bereits in Jurassic World Fallen Kingdom da gewesen sein, wurde aber eben nicht gezeigt. Und wir sehen ja in Fallen Kingdom dann, wie das Lockwood-Anwesen komplett, naja, nicht zerstört wird, aber es wird eben überrannt oder die Saurier rennen zumindest raus. Das ganze Gebäude wird danach auch abgeriegelt, das erfahren wir in Jurassic World Dominion. Übrigens besagt der Leak zur Story auch, dass das gesamte Lockwood-Anwesen eben ein Sperrgebiet geworden ist. Und hier soll nun anscheinend der weiße Indoraptor auftauchen. Das Ganze könnte wirklich so sein. Man könnte das irgendwie so aufbauen, wie damals, als Kenji den Scorpius Rex befreit hat, quasi aus Versehen, dass man jetzt auch hier irgendwie den zweiten Indoraptor befreit und damit hätte dann irgendwie auch, naja, Netflix selber auch die Chance gehabt, neues Merchandise zu verkaufen mit dem weißen Indoraptor, den man auch designtechnisch noch ein bisschen verändern könnte, und wir hätten unsere neuen Hybriden. Ich gehe schon sehr lange davon aus, dass wir in der Animationsserie Jurassic World Jurassic World Chaos Theory einen weiteren Hybriden bekommen, alleine dadurch, dass eben ein Grundplot damals bereits gesagt hat, dass ein Mädchen namens Sydney bei einem Vorfall mit einer Kreatur am Lockwood-Anwesen ihren Arm verlieren sollte. Und da eben hier von einer Kreatur gesprochen wurde, habe ich damals schon gesagt, ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier einen neuen Hybriden zu Gesicht bekommen. Und jetzt kommt eben dieser Leak. Sollte das also stimmen und wir bekommen wirklich das Set geliefert mit zwei Indoraptoren, einmal mit dem schwarzen, einmal mit einem weißen, könnte man jetzt wirklich davon ausgehen, dass der weiße Indoraptor tatsächlich noch den Weg in die Serie findet. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf, ob das Ganze wirklich auch so eintreffen wird. Und ich muss wirklich sagen, ich hätte da irgendwie Bock drauf. Ihr wisst ja, ich mag den Indoraptor, zumindest vom Design her. Und die Filme haben irgendwie nie wirklich die Chance gehabt, diese ganzen Hybriden richtig auszuarbeiten. Ich verstehe bis heute nicht, warum man den Indominus Rex im ersten Film töten musste. Wieso hat der nicht einfach alle drei Filme über die hauptzentrale Rolle gespielt? Und naja, somit haben wir eben den Scorpius Rex sogar am besten kennengelernt aus der Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous. Deswegen wäre ich jetzt hier sehr drauf gespannt, wenn sie wirklich den weißen Indoraptor jetzt in die Geschichte mit einbauen würden. Ich könnte es mir ganz gut vorstellen, warum auch nicht. Würde irgendwie auch Sinn ergeben, da könnte man um die Geschichte her noch ein bisschen was spinnen und, naja, die Figur einfach dann parallel zu den Ereignissen von Jurassic World Dominion noch in irgendeine andere Geschichte mit einsetzen. Das würde irgendwie funktionieren und ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf. Du bist wie immer du gefragt, schreib mir mal deine Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Was sagst du dazu? Könnte dieser Leak stimmen und was ist, wenn der Leak wirklich stimmt und wir dieses Doppelset dann wirklich geliefert bekommen? Würdest du einen weißen Indoraptor in diesem in der Animationsserie wirklich cool finden oder würdest du sagen, na, weiß ich halt nicht? Schreib es mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.